Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Reaction hier auf meinem Kanal und somit herzlich willkommen zur allerersten Angel Payne Reaction. Wo habe ich gerade da geguckt? Egal. Ja, Angel Payne, ihr Ego, kam um 0 Uhr raus. Ich habe es ja auch in der Insta-Story bei mir schon gesagt, um 17 Uhr kommt die Reaction online. Und das machen wir jetzt. Ihr Ego out now. Genau, Jungs, ihr wisst, wie es läuft. Spotify natürlich. Ja, da muss man ja hier mal kurz eine Sache machen. Ja, wenn er mich das auch machen lässt, geschweige denn. Ah, muss man ja. Sorry, ja, ich bin noch Muck gelaufen gehabt. Da gehen wir einfach mal hier ganz kurz in diese Playlist rein. Wenn er mich auch lässt. Danke. Gehen auf seinen Account. Machen den hier. Machen erstmal den hier. Und dann machen wir. Packen wir den fett in die Gaming-Playlist rein, die Shiroshi Records Fan-Playlist und natürlich in die Shuffle Mode On-Playlist. Und dann machen wir hier direkt. Zack, zack. So, seinen Namen kann ich hier stehen lassen. Echo, natürlich. Ego. Aber nein, ich probiere das. Also. Und dann natürlich einfach, weil ich es kann. Bauen wir das Ding noch natürlich nach oben, ne? Ihr wisst Bescheid, ihr wisst, wie es läuft. Die muss ich einmal ganz kurz hier updaten. Und dann gehen wir rein in die Reaction. So, genau. Ja, Leute, ich würde sagen, wir labern gar nicht so lange. Wir starten direkt durch. Wir gucken uns übrigens die Visualizer-Version an. Ja. Ich hau mir nicht die Spotify-Version rein, die hau ich mir dann private einfach rein. Aber jetzt kommen wir hier tatsächlich zur Visualizer-Version, also so gesehen zu der Video-Version des Liedes. Und ja, ich würde sagen, let's go, gib ihn. Ja, vielleicht noch mal kurz gesagt, Instagram-Links von Angel sind natürlich auch unten in meiner Beschreibung drin. Da ist ja alles drin. Ne? Da könnt ihr euch da gerne mal ein bisschen durchklicken, dann findet ihr alles. Ja, ich würde sagen, let's go. Mich einfach gekillt, es ist aus und vorbei jetzt. Ich will nur, wenn du willst, Mann, du machst mich hoch. Und ich weiß nicht mal, was sie will. Bring me back to life again. Sie will mit mir nur chillen, ich lieg wieder high im Dreck. Sie findet das nicht gut, doch ist mir scheißegal, was du sagst und auch tust. Nicht so Ego hat sie so gekränkt, deshalb spielt sie mit mir ihre Spiele. Wie sie meine Netbook bangt, das macht sie nicht aus Liebe. Sowas kann sie länger schon nicht mehr empfinden. Bei ihr ist sie schon so lange her mit Ben. Sie will nicht mehr reden, wenn sie will einfach machen. Doch keiner so wie ich brachte sie mal zum Lachen. Und bei ihr ist das einfach nicht mehr heilbar. Sie will mich sehen und das am besten zeitnah. Und ich weiß nicht mehr, was ich für sie noch tun kann. Ihr ganzes Leben lang erlebt sie schon Zugzwang. Und sie weiß nicht mehr, woran sie wirklich bei mir ist. Doch reden will sie nicht und darum ruft sie an bei mir. Aber das nur aus einem Grund. Sie ist eine versaute Bitch. Shots feiert. Erstmal muss ich aber ich muss ja mal ganz kurz sagen, ne, der Beat ist ja mal absolut geil. Also der Beat ist halt, ne, der ist halt einzigartig, glaube ich. Also was jetzt so die Richtung von ihm her angeht, weil Down and High hatte nicht so ein Beat und Lass es Wu auch nicht. Der Track mit Yuji ging in so eine ähnliche Richtung vom Beat her. Aber ihn alleine auf so einem Beat zu hören, das ist schon mal wieder, das ist schon wieder was Eigenes. So. Ja, das ist schon wieder ein Stückchen geiler. Ne? Auch wenn der Track mit Yuji auch übertrieben stark war. Ja, die anderen beiden auch. Hier Down and High und Lass es Du. Naja, Lass es Du, einfach größter Meme-Song überhaupt eigentlich. Er wird schon wissen, was ich meine. ja. Ey, ich bin ehrlich. Man kann eigentlich bei den Jungs echt nicht meckern, ne? Also ihr merkt das, glaube ich, auch schon bei diesen ganzen Reactions von auf Akaya, auf die ganzen Songs, die noch gar nicht online sind von ihm, die ich ja meistens geschickt bekomme. Halt hier diese Private SoundCloud-Tracks da, ne?
die da auf SoundCloud noch privat gelistet sind bei ihm, da merkt man schon an sich, was ich für ein Draht zu denen habe. Ne? Klar, man kennt sich nicht persönlich, was mich ehrlich gesagt ein bisschen, irgendwie ein bisschen down macht. Weil ich glaube, private sind die nochmal komplett anders als, Discord oder, in den Songs halt. Aber ey, wer weiß, was kommt, ne? Wer weiß. Das hatte ich aber auch in der Reaction auf, war das Takumi? Ich weiß es nicht. In irgendeiner Reaction hatte ich das auch erwähnt. Dass ich das schade finde, dass man sich nicht persönlich kennt. So, dass man sich mal gegenübersteht, so halt wirklich außerhalb vom PC und so, ne? Außerhalb Discord, so. Das ist, finde ich, ein bisschen schade, dass man das nicht hinkriegt. Gut, ich glaube, die wohnen auch alle ein Stück weit weg, ne? Also von daher, das ist, glaube ich, auch ein bisschen schwierig. Aber, ja. I don't know, man. I don't know. Mal gucken, was so passiert in den nächsten Jahren. Aber geiles Ding, ne? Muss man ehrlich sagen. Ich muss auch mal ganz kurz Props hier an Leon geben. Für dieses Video. Ist auch absolut sick. Ich verstehe nie, wie man sowas wirklich selber macht, weil ihr wisst ja, wenn ich die Dinger mache, dann mache ich die mit dieser Internetseite. Aber wie man die Dinger selber macht, oder keine Ahnung, egal, weiter. Diese Wörter kommen aus ihrem Mund, ja, ich weiß, sie will nur mich. Und ich weiß nicht mal, was sie will. Bring me back to life again. Sie will mit mir nur chillen. Ich lieg wieder im Dreck. Sie findet das nicht gut. Doch ist mir scheißegal, was du sagst und auch tust. Passt einfach nicht zusammen. Und sie hängt so nah an mir dran. Ich glaub, ich werd sie so nicht los. Sie denkt, ich wär ihr Mann. Doch ich bin nicht gut genug. Was wir haben, ist toxisch. Doch sie sieht es nicht ein. Wir machen uns nur kopfig. Sie will immer bei mir sein. Und ich weiß nicht mal, was sie will. Bring me back to life again. Sie will mit mir nur chillen. Ich lieg wieder im Dreck. Sie findet das nicht gut, doch ist mir scheißegal, was du sagst und auch tust, passt einfach nicht zusammen. Ey, geiles Ding, wirklich. Oh, Autoplay aus, habe ich Autoplay mies abfangen. Respekt, ey, ganz ehrlich. Wenn ich das. Ey, ich dachte gerade. Wenn ich das auch richtig mitbekommen habe. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, kriegen wir nächste Woche. Lass mich jetzt. Wenn ich jetzt Scheiß erzähle, ne? I'm sorry, aber wenn ich das richtig mitbekommen habe, kriegen wir nächste Woche schon die nächste Single, ne? Also das nächste Lied. So wie ich das jetzt mitbekommen habe. Weil, wie gesagt, ne, Verbindung ist ja da so ein bisschen, ne? Ich krieg das ja eigentlich relativ am Anfang noch mit. Ich bin ja, ne? Sagen wir mal, ne? Aber so, ich bin ja etwas mehr auf Instagram als auf jeglichen anderen Apps, die ich und Mandy hab. Deswegen kriege ich schon mit, wenn der Typ, ne, in 10 Minuten eine Story postet, ich sehe sie 8 Minuten vorher, bevor er sie postet. Ja, so schnell bin ich nämlich, was das angeht. Also, keine Ahnung. Ich meine aber tatsächlich, dass nächste Woche schon das nächste Lied kommt. Ich kann mal ganz kurz nachgucken. Warte mal, hat der die Story noch drin? Nee, leider nicht. Schade. Schade. Egal, aber ich meine, nächste Woche kriegen wir schon die nächste Single. Ich weiß gar nicht, ob er das schon öffentlich gesagt hat. Bin ich mir gerade unsicher. Ich möchte jetzt auch nicht zu viel sagen. Ne, nachher hat er das gar nicht öffentlich gesagt. Wobei doch, das stand auch mit in der Story. Ja, nevermind. Stand da mit drin. Ja, nevermind. Alles gut. I don't know. Egal. Scheiß auf. Bin grad ein bisschen verwirrt. Egal. Leute. Bin gleich wieder da. Und dann reden wir über das Cover.
Okay, bis gleich. So, natürlich möchte ich auch meinen Senf noch zum Cover abgeben. Ich muss ja ehrlich gesagt, ich habe mir das jetzt einfach mal kurz bei auf schnelle Welle von YouTube Music geholt. Was ich als allererstes sagen muss, diese Glitch-Effekte hier, ne? Also hier unten, weil hier ist das auch so ein bisschen verglitscht. Das erkennt man auch. Hier, ne? Diese ganzen Glitch-Effekte. Erstens, das sieht schon nice aus, ne? Dann irgendwie diese Verzerrung im Bild an sich. Brauche ich, glaube ich, nichts zu sagen. Und dann auch noch mit der Schrift hier drunter. Na gut, man hätte vielleicht den Namen von ihm ein bisschen, ein klein dicken größer machen können. Ein kleines bisschen. Damit man auch eventuell versteht, was da steht. Ne? Ich muss gefühlt halb ranzoomen. Nein, Spaß muss ich nicht. Ich weiß ja, was da steht. Ich weiß gar nicht, kennt man? Weiß man, wer die Person ist? Ich glaube nicht, ne? Ist eigentlich auch scheißegal, ne? Eigentlich. Ist auch, glaube ich, eigentlich egal, ne? Aber, ne? Trotzdem, nice Cover auf jeden Fall. Ja, ey. Ja, ich bin ehrlich, das soll es gewesen sein mit dieser Reaction. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Schaut unbedingt in die Videobeschreibung. Da hau ich euch den Spotify-Link mit rein. Und das Video. Ja, falls ihr euch den Visualizer hier selber geben wollt, dann könnt ihr das gerne machen. Hau ich euch mit in die Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss mit Ö. Ciao, Kaka. Ich halt meine Fresse. Bis denn. Tschüssi. It's hard, it's hard.